Lebensmittel werden immer teurer und viele Menschen in Deutschland sind einfach auf Discounter und die dort deutlich günstigeren Preise angewiesen. In den letzten beiden Videos haben wir uns die Preise und Lebensmittel vom Lidl angeschaut und festgestellt, dass einige Lebensmittel fehlen, um eine abwechslungsreiche, gesunde und ausgewogene Ernährung nur mit Lidl planen zu können. Heute schauen wir uns meinen Einkauf beim Aldi an, vergleichen die verfügbaren Lebensmittel und schauen, wo sich unterm Strich vielleicht mehr Geld sparen lässt. Ich bin der Ken, Ernährungsberater, und auf meinem Kanal möchte ich euch einfach zeigen, dass man gesund, vollwertig und ausgewogen kochen kann, ohne an Geschmack zu verzichten. Denn merkt euch eins, wenn das gesunde Zeug nicht schmeckt, dann hast du ein Problem. Und wenn du ein Problem hast, weil das gesunde Zeug nicht schmeckt, dann drückt den Red Button, weil dann wird das Problem gelöst. Und jetzt viel Spaß beim Video. Bevor wir loslegen, eigentlich hatte ich die Mütze im letzten Video ja nur auf, weil ich mein Vogelnest auf dem Kopf nicht so richtig unter Kontrolle gebracht habe. Und eigentlich soll es ja eine Ausnahme bleiben. Aber nach diesem recht herzlichen Kommentar dachte ich mir, weißt was, recht hat er sie es. Und da ich die Mütze ebenfalls sakrisch gut finde, tragen wir die ab sofort immer. Weil das ja klar ist, oder? Eingeteilt habe ich die Lebensmittel wie beim Lidl-Einkauf auch in Eiweiß- und Kohlenhydratkomponenten, Gemüse und Obst. Und anfangen werden wir mit den Eiweißkomponenten, und auch hier, ähnlich wie beim Lidl, gibt es Natur- und geräucherten Tofu ebenfalls für 2,19 Euro für 400 Gramm. Der geräucherte ist ein bisschen leichter. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, dass es sich beim Lidl und Aldi Tofu um den gleichen Hersteller handelt. Ich habe beide miteinander verglichen und sowohl der Natur- als auch der Räuchertofu haben das gleiche Aussehen, die gleiche Konsistenz, was auch den identischen Preis erklären wird. Und jetzt kommen wir auch schon zur ersten großen Überraschung, und zwar im positiven Sinne. Beim Lidl habe ich ja die fehlenden getrockneten Hülsenfrüchte im Sortiment bemängelt, was der Aldi hier eindrucksvoll besser macht und gleich vier verschiedene Sorten anbietet für 1,65 Euro die Packung. Grüne Erbsen hätte es auch noch gegeben, dann wären es 5 gewesen. Und ebenfalls so nicht beim Lidl verfügbar, verschiedene Nüsse in Bioqualität, Mandeln für 3,49, Walnüsse 2,55 oder Cashews für 2,99. Die gibt es beim Lidl nur konventionell, und das ist mir bei Nüssen ein bisschen heikel. Dann habe ich noch einen Sojajoghurt gefunden für 1,49 und dann Quark für 1,05 Euro. Hüttenkäse hätten es auch noch gehabt, den habe ich aber nicht mitgenommen, weil durch die große Auswahl an Hülsenfrüchte, die, so wie es aussieht, alle in Tschechien angebaut werden, hat man wirklich eine gute Auswahl an Eiweißlieferanten. Und in Kombination mit dem Tofu schafft man es problemlos, eiweißbedarfsdeckend in die Rezepte einzubauen. Was ich sehr positiv finde, da man so die tierischen Proteinquellen theoretisch stark reduzieren oder auch ganz weglassen könnte, wenn man will. Vor allem, weil bei den meisten Milchprodukten nur die Bayerische Milchindustrie EG angegeben wird, zwar mit der Haltungsform 4, da aber nur mit dem EU-Biosiegel, was so viel bedeutet, dass nur die Mindeststandards der Haltungsform 4 eingehalten werden müssen, was aber nicht heißt, dass die Tiere artgerecht gehalten werden oder die Tiere nicht leiden müssen. Da hat der Lidl mit seinen Bioland-Siegeln ganz klar die Nase vorn, da die Standards von Bioland bei der Tierhaltung noch einmal deutlich strenger sind als das reine EU-Biosiegel. Die Richtlinien hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Summa summarum lässt sich sagen, dass es deutlich mehr Auswahl bei den Eiweißkomponenten gibt, im Gegensatz zum Lidl, und dadurch einfach auch mehr Abwechslung auf dem Teller landet. Im Zuge des Lidl-Videos wurde ich oft gefragt, warum ich bei den Proteinlieferanten nicht auch die veganen Fleischersatzprodukte vorstelle. Ganz einfach, weil ich nichts von den industriell hochverarbeiteten Lebensmitteln halte. Egal ob tierisch oder pflanzlich. Industriell hochverarbeitete Lebensmittel sind kein Grundnahrungsmittel, machen uns bei regelmäßigem Konsum krank und gehören einfach nicht in den Speiseplan einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Außerdem unterstützen wir sehr oft mit dem Kauf von Fleischersatzprodukten ebenfalls die Fleischindustrie, weil die Fleischindustrie erkannt hat, dass sie mit den Produkten ganz einfach eine neue Zielgruppe an Land ziehen können und jetzt haufenweise vegane Ersatzprodukte auf den Markt schmeißen, im Endeffekt aber vom gleichen Hersteller wie die Fleischmassenprodukte, die man im Supermarkt findet. Insofern kaufe ich erst zweimal nicht. Da geht sogar ein Licht auf, diese Schmarrnprodukte.
Und somit kommen wir zum nächsten Grundnahrungsmittel, Vollkorngetreide. Noch hier zeigt der Aldi eine deutlich bessere Auswahl als der Lidl. Angefangen bei Quinoa, den gibt es bei Lidl auch, hat man hier ein Pseudogetreide, das nicht nur alle essentiellen Aminosäuren aufweist, was eine Besonderheit bei den Getreidesorten ist, sondern auch noch relativ viel glutenfreies Eiweiß, was Quinoa für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit hochinteressant macht. Genauso wie Hirse, die gibt es für 1,79 und ist für mich einfach eines der wichtigsten Getreidesorten, die wir hier so haben. Nicht nur, dass Hirse extrem flexibel in der Verwendungsmöglichkeit ist, es ist auch mit Abstand das eisenreichste Getreide unter den Getreidesorten und ebenfalls glutenfrei, besitzt trotzdem noch einen guten Eiweißanteil. Wer sich also für leckere, kreative Hirserezepte interessiert, oben rechts poppt gerade das Video auf. Auch super finde ich, dass Dinkel angeboten wird. Dinkel ist im Endeffekt unser deutscher Reis und kann genauso verwendet werden, 1:1. Nur ist Dinkel deutlich nährstoffreicher als Reis und bietet durch seine bissige Konsistenz auch viel mehr Variationen in der Zubereitung. Dann kommen wir zum Gemüse und somit zum Schwachpunkt vom Aldi. Die Auswahl beim Gemüse kann nicht ansatzweise mit dem Lidl mithalten, vor allem das Biogemüse. Hier findet man nur EU-Biosiegel im Gegensatz zum Bioland-Angebot vom Lidl. Die Auswahl ist deutlich geringer und was für mich der größte Minuspunkt war, ist, dass es keinen einzigen Kreuzblütler in Bioqualität gab. Alle Kohlsorten und auch Radieschen und Co. gab es ausschließlich konventionell, was für Menschen, die behandeltes Gemüse nicht essen dürfen oder können, extrem nachhaltig ist. Wenn man berücksichtigt, dass Kreuzblütler absolute Grundnahrungsmittel sind und eigentlich täglich gegessen werden sollten. Ein Wermutstropfen ist hier die Tiefkühltheke. Dort findet man wichtiges grünes Blattgemüse, aber auch eine Auswahl an Kreuzblütlern, Wurzelgemüse und Hülsenfrüchte. Tiefkühlgemüse ist eine sehr gute Alternative, wenn das frische Gemüse nicht den eigenen Vorstellungen entspricht und man kann so zumindest den Grundbedarf an Blattgemüse und Kreuzblütlern decken, denn TK-Gemüse ist, was den Nährstoffgehalt betrifft, nicht weniger wertvoll. Dazu findet man auch noch ungezuckerte TK-Beeren, was richtig gutes Zeug ist, weil Beeren für uns mit die wichtigsten antioxidativen Lebensmittel sind und ebenfalls täglich in den Speiseplan eingebaut gehören. Und dann kommen wir auch schon zum Obst. Ähnlich wie bei Lidl findet man auch beim Aldi eine gute Auswahl an exotischen, aber auch regionalen Obstsorten, sowohl konventionell als auch bio. Und da wir nicht nur Theorie machen, zeige ich euch, wie man auch praktisch sich mit den Aldi-Einkauf gesunde, ausgewogene und Gerichte zusammenstellen kann. Zum Beispiel die Kombination aus Kürbis, Hirse, Blattspinat, Paprika, Knoblauch, Zwiebel und Kichererbsen. Oder Zucchini, Champignon, Räuchertofu, Knoblauchzwiebel, Quinoa und Frühlingszwiebel. Oder Wurzelgemüse, Kartoffel, Knoblauch, Zwiebel, weiße Bohnen, Blattspinat und Naturtofu. Oder Süßkartoffel, Paprika, Linsen, Zwiebel, Knoblauch, Blattspinat und Dinkel. Und genau das letzte Gericht kochen wir jetzt zusammen, würde ich sagen, oder? Und hauen uns erst einmal einen Topf auf den Herd. Öl in Topf und 2 Zehen Knoblauch in Öl. Wenn der gut duftet, hauen wir uns 300 Gramm gewaschenen Dinkel dazu, braten ihn kurz mit, ein bisschen Salz oder Gemüsebrühe untermischen und mit der dreifachen Menge Wasser aufgießen und langsam 30 bis 40 Minuten köcheln. Dann Topf auf Herd, 300 Gramm gewaschene Linsen in Topf und mit der doppelten Menge Wasser langsam köcheln, bis sie groß und weich sind. In der Zwischenzeit braucht es einen Ingwer, weil da ist meistens schon ein Teelöffel dabei und damit könnt ihr dann die Süßkartoffel schälen. Wenn euch das zu blöd ist, dann könnt ihr auch einen Gemüseschäler hernehmen, weil dann geht es schneller, aber wurscht ist im Endeffekt schon. Weil bei der Süßkartoffel könnt ihr die Schale auch problemlos dran lassen, wenn ihr sie gescheit gewaschen habt. Die ist problemlos essbar, wobei ich bei Schalen ein bisschen heikel bin, ich mag es einfach nicht besonders. Und alle, die wegen den Nährstoffen schreien, der Mythos ist auch nicht tot zu kriegen. Es gibt nur ein paar Obstsorten, die ein bisschen mehr Nährstoffe direkt in der Schale haben, wie zum Beispiel ein Apfel. Aber bei den meisten Knollen- und Wurzelgemüse ist es vollkommen wurscht, da ist das Gemüse von sich aus von oben bis unten durchgezogen mit Nährstoffen. Da ist die Schale jetzt nicht wirklich relevant, auch beim Ingwer nicht. Wenn ihr dann ein bisschen Öl und Salz auf die Süßkartoffel habt, ab auf dem Backblech und für 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. In der Zwischenzeit 100 Gramm Spinat in eine Schüssel, 2 Knoblauchzehen dazu, 2 Zwiebeln dazu, 2 bis 3 Paprika dazu und die ausgekühlten Linsen. Geschmack bringen uns Salz und Pfeffer oder 1 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Miso, 1 bis 2 Esslöffel dunkler Balsamico, 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl, alles über die Linsen und gescheit durchmischen. Nach 20 Minuten sind die Süßkartoffeln weich, aber ohne viel Röstis. Wenn ihr die wollt, dann müsst ihr es länger drin lassen. Eventuell auf einem Backpapier.
Zum Schluss braucht es nur eine Schüssel für einen Salat, viel Salat, gescheit viel Süßkartoffeln und den weichen, aber noch ein bisschen bissfesten Dinkel und eine leicht salzige Zitronen-Knoblauch-Joghurtsauce. Ein super günstiges, mega sattmachendes, gesundes Mittagessen. Damit braucht ihr dann 5-6 Stunden nichts mehr zum Essen. Also, nachmachen, eure Meinung hinterlassen, bleibt gesund und haut's rein!